Heute wollen wir mal über eine Technik sprechen, die in Autos immer mehr Verbreitung findet und zum Beispiel beim LKW schon zum Standard geworden ist. An LKWs kann man es auf der Autobahn sehr oft sehen. Statt großer Außenspiegel sind da kleine Ausleger dran mit Kameras drin. Beim LKW ist der Vorteil relativ klar. Sicherheitssysteme, die auf diesen Kameras basieren, können zum Beispiel Abbiegeassistenten befüttern. Und die Perspektive, der Überblick ist mit diesen Kamerasystemen einfach besser über das ganze Fahrzeug, als es mit Spiegeln theoretisch möglich wäre. Beim Auto sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Beim Auto kann man sich wieder fragen, was sind die Vorteile von diesen Kamerarückspiegeln? Erster Vorteil, der sehr kleine Querschnitt bedeutet, dass der Luftwiderstand geringer wird und dass damit der Verbrauch sinkt. Klarer Vorteil, würde ich sagen. Zweiter Vorteil von diesen Systemen ist, dass gute Kameras eine sehr hohe Dynamik haben und zum Beispiel in Situationen, in denen Scheinwerfer direkt in die Kameras reinblenden, die Umgebung trotzdem noch differenziert dargestellt werden kann und man trotzdem den rückwärtigen Verkehr noch sehen kann, was bei Spiegeln nicht gut funktioniert. Ein dritter Vorteil ist, dass diese Systeme dynamisch ausgelegt werden können und dass die Kameras sich fokussieren können auf den Bereich, der gerade interessant ist, zum Beispiel bei schneller Autobahnfahrt, da will ich im Rückspiegel genau die Spur neben mir sehen. Alles andere interessiert mich eigentlich nicht weiter. Und genau das löst zum Beispiel die Audi-Kamera, dass sie sich auf einen engen Bereich konzentriert, der wirklich interessant ist. Das ist ein klarer Vorteil. Die Systeme haben aber ganz klare Nachteile. Manche davon sind generell, manche sind aber auch umsetzungsspezifisch. Kommen wir mal zu den generellen Fehlern. Beim Autofahren schaue ich normalerweise vorne raus und die Augen sind auf unendlich fokussiert. Wenn ich in einen konventionellen Spiegel schaue, dann ändert sich das nicht. Dabei schaue ich durch den Spiegel immer noch ins Unendliche. Die Augen müssen nicht umfokussieren und das funktioniert ohne Zeitverzögerung und ohne große Anstrengung, dass ich im Spiegel scharf sehe. Zusätzlich ist es auch so, dass ich beim Blick nach vorne raus aus den Augenwinkeln die Spiegel relativ scharf sehen kann und aus dem Augenwinkel Bewegungen hinter dem Auto wahrnehmen kann. Es funktioniert mit Spiegeln einfach sehr gut. Bei Kamerasystemen ist das anders. Die Fokusebene, um den Displayinhalt wirklich erkennen zu können, ist sehr nahe. Das Auge muss sich umfokussieren. Das dauert einen kleinen Moment und es ist anstrengend. Und deswegen ist es einfach schlechter. Ein dritter Nachteil ist, dass die Helligkeit von den Displays beschränkt ist. Und bei sehr hellen Umgebungen, am schlimmsten, wenn die Sonne direkt ins Auto reinscheint, dann reicht die Helligkeit von diesen Displays einfach nicht aus. Das bedeutet, dass ich bei sehr hellen Situationen, bei grellem Sonnenschein, recht konzentriert auf die Displays draufschauen muss, um die Umgebung zu erkennen. Und aus dem Augenwinkel sieht man diese Displays eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mal versucht, das in einem Foto sichtbar zu machen, wie sich das auswirkt. Andere Fehler sind umsetzungsspezifisch und davon hat der Audi Q8 e-tron gleich zwei. Die Kameradisplays sitzen in der Türverkleidung einfach zu tief. Wenn ich aus einem Auto mit Spiegeln umsteige, dann werde ich intuitiv beim Blick nach hinten auf die Kamera von dem Audi schauen und nicht auf das Display. Das bedeutet, man braucht eine gewisse Umgewöhnung, damit man den Blick dann gleich an die richtige Stelle richtet. Das ist unintuitiv und einfach nicht gut gelöst. Beim Honda e ist es besser, da sitzen die Displays nämlich höher. Der zweite Fehler, die Displays sind in der Fahrer- und in der Beifahrertür im selben Winkel eingebaut. Während ich auf der rechten Seite im rechten Winkel auf das Display drauf schaue und ein gutes Bild habe, habe ich auf der linken Seite einen sehr flachen Winkel, in dem ich auf das Display drauf schaue. Und das ist nicht gut, weil das Bild einfach zu klein ist und keinen guten Überblick bietet. Honda hat sich dagegen hinreißen lassen, auch den Innenspiegel als Kamerarückspiegelsystem auszulegen. Hat den Vorteil des guten Überblicks, weil die Kamera ganz hinten sitzt. Man schaut nicht durch das Fenster, sondern hat den freien Blick nach draußen. Hat aber auch den Nachteil, dass die Fokusebene noch kürzer ist als bei anderen Displays. Der Innenspiegel ist sehr nahe an den Augen und es ist sehr anstrengend, da drauf zu schauen. Beim kurzen Blick auf den Spiegel sieht man immer nur die Spiegelung der Displayoberfläche aus dem Autoinnen. Und das ist einfach nicht gut. Bei den ganzen Nachteilen, die ich jetzt aufgezählt habe, kann man als Fazit schon mal sagen, beim aktuellen Stand der Technik sollte man diese Dinge einfach nicht kaufen. Bestellen Sie einen normalen Spiegel.